Recht herzlich willkommen zur 34. Folge von Stellaris. Ja, wir haben letztes Mal hier irgendwie das Kolonieschiff hier hergeholt. Lass mal weiterlaufen, damit das auch gleich ankommt. Und wir hatten ja hier irgendwo noch da diese Anomalie oder was es auch immer ist. Jetzt sehe ich nicht, wo es blinkt. Da blinkt es. Auf diesem. Da ist ein Schiff von uns vor Ort. Konstruktionsschiff allerdings. Nee, ich wollte das Konstruktionsschiff wollte ich jetzt auch gar nicht hier haben. Sondern. Was sagt er hier? Nix, ne? Aus Shelter ist das, okay. Das Konstruktionsschiff wollte ich nicht da haben, sondern ich wollte mal das Forschungsschiff da hinholen und gucken. Projekt erforschen. Projekt wurde bereits erforscht. Ob das jetzt ein Bug ist dann. Ich denke mal, wir fliegen trotzdem mal hin und gucken, ob da vielleicht was durch das Forschungsschiff dann anders erkannt wird. Das könnte ja auch noch sein, ne? Das ist natürlich auch da oben, ne? Das ist das Kolonieschiff, ja. Und was haben wir hier? Die erste Flotte und... Ja, gut. Ja, das zu besiedeln wäre natürlich zu teuer, ne? Das war 719, wir sind gerade mal bei 178. Allerdings wächst das jetzt mittlerweile stetig. Da haben wir ja wenigstens ein bisschen was hingekriegt. Außenposten haben wir da noch. Okay. Das VIA-System, auch interessant. Ja, da können. Ne, haben wir schon, ne, oder? Militärmacht? Ne, wir Außenposten. Da kann man auch noch was bauen, wenn. Müsste man mal gucken, ne? Dass man das hinkriegt. Aber erstmal wollen wir schauen, dass wir die anderen Sachen hier irgendwo auf die Reihe kriegen. Das hatten wir schon. Oh, da leuchtet ja ganz viele Leuchten. Naja, ne? Wo ist denn hier das am Leuchten? Da unten. Was wäre hier? Nix. Karge Welt. Irgendwie kann ich da aber nichts anklicken. Kann man nichts machen. Rechtsklick funktioniert auch nicht. Kein berandtes Reich erhebt Anspruch darauf. Auch schön. Da haben wir noch einen Punkt, der da blinkt. Und wo ist das? Da links. Okay. Ja, da steht auch irgendwas, aber kann man auch nichts machen. Gut. Auch nicht möglich. Und irgendwo war noch was? Da ist noch was. Und was blinkt hier? Hier unten war Hitzel 5. Kann man auch nichts machen, weil es wahrscheinlich nicht unsere Region ist oder irgendwie sowas. Da geht es nicht weiter. Die Schiffe kommen gerade, das ist schon mal schön. Dubatur. Geschmolzene Welt. Das ist auch kein Anspruch von irgendwem. So. Also das Forschungsschiff ist schon da, oder wer? Ne, das ist die Ash-Shelter. Ja. Die ist vor Ort hier. Konstruktionsschiff. Da kann man aber nichts machen, ne? Einflug in Orbit ist wahrscheinlich schon stattgefunden. Ja, müssen wir gerade gucken. Ah, die Schiffe kommen an. Schauen wir uns doch mal hier nochmal um. Also auf jeden Fall das... Sag schon, Verteidigungs... Plattform, okay, das ist nix. So, und das können wir kolonisieren jetzt, ne? Oberfläche. Ist bekannt. Und dann klicken wir mal auf Kolonisieren, oder? Expansionskosten da.
Ach, das kann man auch mit denen hier kolonisieren. Und das wäre es ja auch noch. Oder wie sehe ich das? Oder muss ich hier von den Leuten dann abziehen und darüber? Das kann natürlich auch noch sein, ne? Ja. Kolonisieren. Zum Kolonisieren auf Oberflächenfeld klicken. Und jetzt kann ich das hier auch interessant. Kann ich brauche ich gar kein Schiff dafür oder wie sehe ich das? Kann das sein? Nein, Kolonieschiff steht da ja. Und wenn ich das mache, geht auch. Und ich glaube, wir fangen hier an. Macht am meisten Sinn, oder? Terzam Prime. Ja, mach mal. So, Terzam Prime. Was haben wir denn sonst noch so alles hier? Terraforming. Okay, das kann man auch kolonisieren. Oder ist das Terzam Prime? Wird das Terzam Prime? Könnte auch sein, ne? Jetzt weiß ich das gar nicht. Das ist der dicke Asteroid hier. Da geht nichts. Und da geht 40%. Welchen haben wir denn jetzt genommen? Den oder den anderen? Ich glaube, den da unten haben wir genommen. Ja. Das heißt, da kann man auch kolonisieren. Sehr interessant. Da kommt das Kolonieschiff. Wenn es denn dann eins ist. Ist es. So, dann gucken wir mal hier rein. Gucken wir ruhig hier drauf. Mal schauen, was also wie das so passiert, oder? Kolonieschiff Asmesatil. Ist im Orbit eingeflogen und passiert jetzt was? Schöne Animation oder irgendwie sowas. Falsche Mega, die da runterspringen. Sieht nicht so aus. Passiert was oder passiert nichts? Aha, jetzt ist was passiert. Easy going oder was? Umgebaute Schiffsunterkunft. Kosten 180, Planetar einzigartig. Einzigartig, ja. Planetar einzigartig produziert zwei Strom oder Energie. Auch sehr interessant. Okay. Irgendwo Schiffsunterkunft, ja. Glaube, da können wir jetzt zurzeit noch nichts machen, oder? Da geht noch nichts. Da brauchen wir jetzt erst Bewohner. Gut. Das heißt, wir haben jetzt das Konstruktionsschiff verloren. Ja, Konstruktionsschiff, wieder gut gesagt, ne? Das Dingens, wie heißt es? Kolonieschiff verloren. Also verloren ja nicht, gebraucht. Und gehen wir in das System, oder? Und da haben wir hier, was ist das? Die Militärmacht, ja. Warum haben Kolonieschiff? Können wir gleich wieder eins bauen, oder? Macht Sinn. Da oben war ja noch eine Kolonie in dem gleichen Sektor. Kostet auch nur 30. Also die Kolonisierung über kurze Strecken ist wohl recht günstig. Man muss sie nur finden, ne? Ja, hier ist auch noch so ein kleiner Planet, aber wir haben ja jetzt die 40 Marke, 40er Marke, ne? Das heißt, wir können eigentlich auch ein paar mehr haben. Ja, hier sind nur Brocken, ne? Ne, da ist ja noch ein Planet, aber der ist mit 0 angegeben, sonst ist hier nix. So, hier sieht's so aus, als ob was geht, aber nur 30%, das reicht nicht, wir brauchen 40. Ja, hier ist dann noch einer, ne? Und da geht auch was. Da ist aber schon jemand anderen unerkundet. Unwohnbarkeit. Geht. Vielleicht sollten wir das mal erkunden, ne? Da ist nur eine Bergbaustation. Kann man das erkunden? Gute Frage, ne?
Ja. Dürfen wir nicht hin, alles klar. Aber das ist auch interessant, da haben die da schon die anderen hier, so wie heißen die? Adam Kooperative hat die Ida Manufacturing schon leicht angenommen oder umgekehrt, kann auch sein, ne? Ja, sieht es tendenziell so aus, als ob die diesen fressen. Weil das sieht jetzt schwach aus, ne? Da müsste man natürlich gucken, ob man von dem Kuchen nicht was ab kann, haben kann, ne? Forschungsschiff. Dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht, nein. Okay. Jetzt blinkt hier wieder was auf Dimitris Prime, beziehungsweise seinen Nachbarplaneten. Forschungsschiff ist jetzt da. Fliege mal da gerade hin, damit ich da Sichtweite habe. Projekt erforscht. Oder wurde bereits erforscht. Im Orbit einfliegen, macht das irgendwas? Warum leuchten die dann noch, wenn die schon erforscht sind? Das bringt uns doch gar nichts mehr. Das ist auch nichts, ne? Ja, da muss es irgendwo hier noch ein Problem geben. Ja, verfolgen werden, eine gute Frage, will ich gar nicht. Ich will das verfolgen machen und hier, die würde ich auch gerne machen, aber irgendwie fehlt mir da vielleicht die passende Forschungsstufe noch oder so. Könnte wohl sein, ne? So, wir haben jetzt aber auf jeden Fall ein Schiff mehr unterwegs. Nicht ein Schiff. Einen Planeten mehr unterwegs. Hier ist er. Okay, soweit sind wir dann. Stand der Dinge. 16 Monate brauchen die noch. Alles klar. Das ist die Militärmacht hier. Die können wir dann vielleicht sogar abbauen. Und Ressourcen schonen, ne? Die bräuchten wir dann ja nicht mehr, weil wir da einen Stützpunkt dann haben. Ja. Haben wir da schon was erforscht? Ja, sonst wird das da nicht drunter stehen. Aber so. Interessant für uns doch hier ist was Interessantes, sogar da geht was jetzt. Auch seitdem wir diese 40% haben, ne? Ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht. 4-Sterne-General jetzt hier. Wissenschaftler, noch besser. Geht jetzt was bei der Forschung? Na, da sieht es jetzt anders aus, oder? Kann das sein, oder? Ne, das haben wir alles abgeschlossen, das waren nur Untermenüs. Ja, schade. Gut, so, wir sind da am Reich vergrößern. Hier an diesen blinkenden Punkten können wir nicht ganz viel machen. Das kann weg. Ja, der haben wir nicht ausgegebene Strategiepunkte. Können wir da jetzt was machen? 250? Ja, nicht ganz, aber gleich. Ja, da müsste man gucken, ne? Da ist eine neue Meldung reingekommen. Ida Manufaktur und haben sich zum Rivalen erklärt, auch schön. Da kann man nichts machen, ne? Zwei. Das wäre ein Technokratiestaat, ja, okay, das gibt's alles, ne? Die Grauen können wir wohl nicht machen, wahrscheinlich. Und die oberen, funktionale Architektur. Baukosten weniger. Kernsektorsysteme, plus 2. Mineralienproduktion reich, brauchen wir nicht. Oder die Einfluss, das war Einfluss, ne? Den sollten wir vielleicht steigern. Als Abschneiderpolitik. Naturschützer, Konsumgüter, Kosten minus 20, Polizeistaat.
Unruhen minus 20. Ja, Unruhen haben wir auch ein Problem mit, ne? Tja, Technokratie. Also, ich denke, das ist schon ein Punkt, den wir nehmen sollten. Und jetzt können wir nicht mehr, weil wir kein... Doch, würde gehen noch. Was ist das jetzt? Der wandert nur nach oben, aber ich kann nicht das reformieren. Und den zweiten wären die Unruhen. Können wir auch nicht reformieren. Einflusskosten 250. Ah, demokratisch. Also dann ändern sich noch ein paar Sachen hier. Imperial, diktatorisch, oligarchisch. Halt alle 10 Jahre, ich glaube, das haben wir. Und hier. Ja. Da können wir reformieren. Das haben wir jetzt, ne? Deswegen, ach ne, geht jetzt doch. Jetzt geht's bei allen. Imperial ist klar, hier wird gewählt. Ja. Oligarchisch. Das haben wir ja so, ne? Demokratisch, das erzählen sie uns, dass das so ist. Da können wir auch gleich hier so ein Imperial, das ist. Machen wir das. Und reformieren. Da gibt es jetzt ein Erbe. So, Wirtschaftswachstum steht auf der Agenda. So, gut. So, wie sieht's aus da? Ah ne, das ist der Verkehrte, da ist ein zweiter. Ne, das ist gar nicht da. Da waren wir und der zweite ist hier. Die sind noch dabei, dauert noch eine Weile. Aber wird schon werden. Gut. So, haben wir Staatsreform gemacht. Imperial sind wir jetzt. Wir bauen dann das Imperium auf. Der ist da immer noch am Blinken. Stellvertretender Oberherr Abai Emi ist der neue Thronerbe unserer Reich und wird dann Thron nach dem Tod umsehen. Okay. Schön. Kenne ich zwar nicht, aber ist egal. So, und hier kann man nichts machen, ne? Liegt im Raumbereich der Asara, ist auch klar. Wir können keine Forschung betreiben. Ist schade. Ja, gut. Geht nix. Orbit erforscht, das ist immer noch das Gleiche. Noch ein Anführer, der wieder was Neues hat. Super. Sozialforschung ist die Dame für zuständig, alles gut. Gut, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.